Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ich muss euch gestehen, ich habe überhaupt nicht so richtig eine Ahnung, was wir noch so vorhatten bis zur Horde. Ich weiß wieder, was ich vorhatte. Ich habe ja was gesehen. Habe ich ja schon angefangen. Okay. Und da, ja. Da möchten wir natürlich weiterbauen, tatsächlich. Ja, schön. Das möchte ich nachmachen. Ach so, genau. Außerdem wollte ich Steel für unsere Steel Pickaxe basteln. Auch korrekt. Wie viel? Und deswegen waren wir hier unterwegs, die Steine töten. Wegen des Eisens. Aber ich habe auch noch gesehen zwischendurch, zwischen dem Spielen jetzt. Habe ich gesehen und selbst auch ausprobiert. Beim Einloggen hat er mir gesagt, er hat irgendwas. Hunger hat sie. Hunger, warum nichts zu essen dabei? Wo ist das Minibike da? Und zwar mit dem Gravel an der Oberfläche. Da findet man doch verhältnismäßig sicher Eisen drunter. Und zwar nicht zu knapp. Also wenn man so einen Gravelfleck sieht, aufbuddeln. Und tada! Können wir uns vielleicht gleich auch nochmal anschauen, weil wir tatsächlich ziemlich Appetit auf Eisen haben. Und das hier habe ich auch hauptsächlich gemacht, um Eisen zu sammeln. Oder war es das Gunpowder, was mich dazu trieb? Weiß ich gerade gar nicht genau. Oder und das Blei. Ja, aber Blei müssten wir genug haben, oder? Wisst ihr, was hilft alles nicht? Wir müssen nach Hause und gucken. Aber in erster Linie glaube ich an meine Eisentheorie, weil Eisen ist halt... Eisen makes the world go round, meine Lieben. Ohne Eisen kein Schmeißen. Was? Lava ist schon wieder Dreck, Finn. Aber ihr mögt das. So. Ihr wollt das so. Wollt ihr den totalen Gehirndurchfall? Sprechdurchfall. So, kommen wir mal raus aus dem Schnee. Dankeschön. Halt. Bin mir verhältnismäßig sicher, dass wir genug Blei haben. Ach, natürlich haben wir genug Blei. Wir haben noch unten in der Mine alles voller Blei. Der Finn. Bin mir nicht so sicher. Na, mal. Untouched. Pilsings. Gibt Eisen. Scrappe das. Haben wir es im Bike gelagert? Haben wir. So. Und hoppchen. Und rein. Und... Immer reichlich Eisen. Geht eigentlich, ne? Bräuchten? Bei der Steinanzahl, die wir sahen, bräuchten wir, glaube ich, eine Baumaterialkiste auch so langsam. Fürchte ich. So, tu mal hier noch drauf. Wir haben genug Blei, sage ich mal so. So, schmeiß hier erstmal das Ding wieder an. Geht der so nicht? Machen wir hier die Hälfte von. Wie viel hat das gekostet? Ja, ist ja gut. So, wir essen jetzt erstmal kurz. Was auch aufhört, sich zu beschweren, die gute Dame. Seht ihr? So, haben wir schon. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben noch verhältnismäßig viel davon. Lass uns mal die Iron Arrows fertig machen. Dann sind wir die los. Und wenn wir die dann leer haben, steigen wir auf Stahl um. So, machen wir's. So. So. Du rein. Duran. Kennt ihr noch Duran? Nochmal ein paar Steine hier. Gib mal nochmal ein bisschen was von unserem Holz.
So, ich muss mich ein bisschen sortieren jetzt hier. Duct Tape. Warum hatten wir das in erster Linie dabei? Weiß niemand. Haben wir hier nochmal Night Vision Goggles? Haben wir nicht. Warum haben wir kein... Ey, was waren wir denn da drin? Anziehsachen gehören doch in diese Kiste. Hatte ich bestimmt schon seit 27 Folgen gefragt, was die Sachen da drin machen. So, ach guck mal, haben wir auch ein bisschen Gunpowder schon gemacht. Gut. Nerdy Glasses. Ja. Und so. Schön, zieh an das Ding. So, Night Vision Cockles. Komm hier auch erstmal rein. So, leere Gläser. Eichen. Oh, wir haben wieder vier Eier. Natürlich gut. Können wir wieder ein bisschen. Können wir nicht, weil das Holz hier auch schon wieder leer ist. Eieiei. So. Bacon Eggs. So. Das haben wir da drin. Das so, dies, das, jenes, solches. Warum wird es jetzt so warm? Haben wir eine Jacke an? Wir haben eine Jacke an. Konnte denn das passieren? How could that be happened? So, Pickaxe, warte. 20 Forged Steel, bitte. Nochmal 40 ruhig, wir haben es ja. We have it, yes. Ja, schön die Jacke ausgezogen, dann stehen wir am Feuer. Nicht der schlauste Trick der Welt. So, Mr. Pumpgun. Wo ist die Pumpgun? Oh, die haben wir dabei. Klemmel. Und wir haben Parts und eine Rezeiver. Rezeiver check. Parts check. Wunderbar. Assembluieren, Rin und Rin. Wunderbar, Zuckergut. 301, das ist unsere Shotgun grün. Grün, grün, grün sind alle meine Shotguns. Grün, grün. So, die Buckshots brauchen wir noch ein paar. 500? Boah. Soll sich auch ein bisschen lohnen. Oh, das dauert aber eine Weile. Na gut, ist mal recht. Soll sie machen. So, 500 ist voll hier. Fleisch, Leder, Fettleder, Klohämmer. Nehmen wir vorsichtig aber die Wrench mit, das vergessen wir immer. Schon 5000 Mark, gut, gut, Leute. Schaufel könnten wir eine neue basteln. Schaufel. Können auch eine Stielschaufel direkt basteln. Warum denn eigentlich nicht? Warum sollen wir überhaupt noch Eisenwerkzeuge machen? Ach ja, weil es lange dauert. Hatten wir hier nicht noch eine Kartoffel? Wir haben ja noch eine Kartoffel. Die können wir nochmal versamen. Kräft. Das dauert mir zu lange. Ja, alle, hör auf mit dem Scheiß. Dauert mir jetzt auch zu lange. Mach erstmal die Kartoffel. So, dann machen wir die restlichen Iron Arrows. Genau so nämlich. Gunus Paulus. Kann hier mit drauf. Was ist hier eigentlich los? Warum habe ich nur die halbe Munition dabei gehabt? Das geht ja so nicht. Hatten wir eigentlich schon. Hatten wir ein paar Repair Kits. Okay. Werden wir wahrscheinlich brauchen auch dann für die Shotgun demnächst. So, was ist jetzt hier los? Na also. Huch. Das war nicht der Plan. Shovel. Steel Shovel. Kräfte bitte. 200 Minuten ist der Tag wieder halb rum. So viel zu geht dann schneller. Wollen wir das überhaupt zu Fuß machen? Eigentlich nicht, wa?
Während das kräftet und macht, können wir uns ja schon mal was aussuchen. Zack. Vielleicht ein bisschen zu dicht dran. Ja, ich will halt nicht. Bist du Gravel? Könnte Gravel sein. Ist Gravel. So. So, jetzt wird hier abgegravelt. Jawollo. Da haben wir noch ein schönes Gravelfeldchen entdeckt. Erweitern hier den Eingang noch ein bisschen, stört mich sonst. Weil wir doch. Achso, seht ihr? Craften wir noch was? Ja, wir craften noch was. Scrappe das hier. So, warum habe ich die Kartoffelsamen jetzt nicht ausgepackt? Ich habe den extra vorgezogen. Die Kartoffelsamisierung. Und dann packe ich sie nicht aus. Was ist denn jetzt hier? Fällt hier auch mal was runter? Nein. Anscheinend nicht. Na gut. So, aber hätte ich das vorher schon so gewusst, dass es genau so funktioniert, einfach an Eisen zu kommen, dann hätten wir natürlich nicht so viel im zerstörten Biom die Steine auf den Fußboden kloppen müssen, weil ihr seht da, hier kommt ein bisschen Stein und Sand raus. Also diese Variante von Eisen suchen ist, löst alle Probleme, die man so hat. Man kriegt Eisen, man kriegt Material für Zement in rauen Mengen. Es geht quasi nicht besser. Es ist die Art und Weise, wie man Sachen schafft. Ein paar Meter müssen wir natürlich runter. Kann ja nicht hier einfach so oben an der Oberfläche das Eisen wohnen. Kommen wir denn dahin? Das geht ja so nicht, ne? Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich zurück müssen. Unsere Steel-Shovel holen. Ich mache mal ein bisschen Platz noch. So. Also, warum? Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt hört hier das Gravel schon wieder auf und es war kein Eisen da. Das finde ich natürlich unangenehm. Gerade wo ich sage, ich habe das ausprobiert. Ich habe es einmal ausprobiert. Mann, und ich habe es einmal gesehen. Also 2 von 2 war für mich eigentlich eine ziemlich gute Statistik. Jetzt müssen wir natürlich extrem aufpassen. Weil ohne Schaufel hier wieder rauskommen, so wie wir das gebuddelt haben, ist so eine Sache. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal einmal kurz rausbuddeln. Bevor unsere Schaufel kaputt geht. So. Hier scheint es kein Eisen zu geben, doch. So wie ich mir das gedacht habe. Bisschen traurig tatsächlich. Erzähle euch hier, wie schön das ist und dann passiert dir nichts. Trost haben wir. Aha! Ha! Wusste ich doch. Eisen. Ihr wolltet mir schon einreden. Wisst ihr nicht. Finde ich nicht nett. Finde ich einfach nicht nett. Da haben wir es doch. Ist das hier auch Eisen? Nee, das ist Schmutz. Hier? Nein, auch Schmutz. Hep. Ah, das ist doch ein schönes Geräusch. So haben wir das doch gern, meine Lieben. Oder? Oder? Och. Das ist mal ein Eisen. Nee, nicht mit der Shotgun. Mit der Shotgun gehen wir vielleicht angeln. Kein Eisen. Upsi, daneben, da habe ich ein bisschen gehustet gerade und dann wackelt halt mein ganzer Körper so. Oh, Verzeihung. Kleinen Schluck was trinken könnte ich, wa? Okay, ich geb's ja zu, war ein großer Schluck. Manu. Habt ihr mich wieder erwischt? Ihr Füchse, ihr. So reicht.
Und gleich wieder 20 Uhr. Darf ich hier raus? Dankeschön. Ich mache mal nur eine kleine Markierung hier. Zack. Dass wir morgen hier wieder herfinden. So, dieses ganze Eisen kann auch verscrapt. Sind wir nicht mit dem Bike gefahren? Doch. Aber wo ist es? Da. Ich verstehe, wer parkt denn so? Leute, muss man ja das Minibike nicht finden, wenn man so parkt. Mann, ey. Eieiei. Was ist denn mit dir? Unser Fuel ist gleich leer. Was du denn hier? Unangekündigt. Oh. Diesmal das Gleiche nach dem Auseinanderstricken. Bist du tot? Ich war nicht sicher. Ihr wisst ja, wie die Regeln in Zombieland gehen. Always double tap. Always double tap. So. Schwupp. Ich überlege gerade, ob wir... Ich glaube, wir gehen tatsächlich einfach in die Mine dann. Ah, guck mal hier. Mhm. So. Scrap it. Und dann brauchen wir noch eine Steel... Pickaxe. Ach so, weil ich das eine Stahl hier wieder reingelegt habe. Ich Mongo. Steel. Pickaxe. Craft. Gut. Hier hatten wir noch Zement da. Bum, 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 bum. Haben wir noch Steine drin? Wir haben keine Steine mehr drin. Was ist denn das hier? Tö. Müssten noch mal Steine schmelzen. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger als Blei. Blei haben wir erstmal genug. So, machen wir Steineschmelzung. Blei kann dann so lange hier rein. Sand und Steinchen, Sand und Steinchen. Konkretmix, Konkretmix, Konkretmix. Hier los? Was ist denn hier los? Alter. Wo ist unser Kleimer? Gib mir mein... Mein Ding, das brauchen wir jetzt nicht. Das war knapp. Wollen wir schon mal... Können wir eigentlich schon mal, mal? Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja, ist ja gut. So, haben wir die. Müssen wir mal oben die Ränder machen? Oder hatten wir die schon? Ah, die hatten wir schon fast. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. So, jetzt ist die Frage: Waren wir schon bis oben rum hier? Oh, oh, oh. Ich bin voll Steine dabei. Wieso hatten das Damage bekommen? Ich glaube, wir waren bis oben rum. Ja. Dann. So. Machen wir noch weiter? Eigentlich schon, ne? Erstmal den ganzen Rand schön. Gut, das war schon mal gut. Wie viel haben wir noch übrig? Über 600, also 600 haben wir jetzt schon wieder verbraten hier. Mach du mal hier ruhig noch mal ein paar Forged Steel, bitte. Mach mal 50 noch mal dann, wenn du fertig bist mit der Dings. So, konkrete Mische. Es kommt ja alles einfach so rein jetzt. Den Kleimer werden wir unterwegs nicht mehr brauchen. Ich habe gesehen, hier ist schon viel Backschutz fertig. Gibt so, so. Und Shotgun Shells. 250 Stück. Wunderbar. So, Pickaxe. 468. Noch viel wunderbarer. Eisen gibt's her. Oh, nur 1500. Haben wir nicht gerade... Ach nee, es scrappt noch. Alles klar. Können wir schon mal so machen. Ja,
Gut, und dann gehen wir zur Nacht in die Mine, wa? Going into the mine for the night. Glaube ich. Ja. Ja. Ich sage ja. Jetzt habe ich mein Messer zu Hause gelassen. Aber brauchen wir auch eigentlich nicht. Ja, das war schlau. So, mach zu. Lampion an. Runter in die gute Stube. Aber ich bin verhältnismäßig sicher, dass wir keine Lust haben, uns jetzt hier nochmal 1 Million durchs Blei zu prügeln. Wollen wir lieber weitersuchen nach Eisen? Weil, wisst ihr? Wir haben so viel Blei, was sollen wir denn damit jetzt hier? Wie Gunpowder haben wir ja niemals. Oder hier das andere. Brass. Ich meine, gut, wir haben jetzt Shotgun. Da können wir natürlich. Sind wir nicht auf Brass angewiesen? Das ist natürlich eine schöne Sache für alle Beteiligten, außer für die Herren und Damen Zombies. Aber ja. Upsi. Nee, wollte ich überhaupt nicht. Ist das der Bedrock hier? Sind wir schon so weit unten? Muss das so? Klingt so. Sind wir schon am Anschlag? Dick Deep. Erfahrungsschaft freigeschaltet. Ja, sind wir auf Bedrock gestoßen. Echt? Hier schon? Guck mal, ich kann ja da oben noch sehen. Ist ja flaches Land hier, ey. Na gut. Na gut, so uns recht sein, wa? Gehen wir lang. Wollen wir hier lang weiter? So. Ja, ich glaube so. Wir brauchen dringend eine Baukiste für unseren Stein und so. Was ist hier los? Darf ich das mal schlagen, bitte? So. So, ist schon wieder Gravel. Zack. Genutzt. Na, den könnte man jetzt hier eigentlich auch Strip minen, wa? Oder sollen wir das wirklich ganz unten machen? Aber eigentlich... Ja, können wir eigentlich machen. Wartet, von wo kommen wir? Wir kommen von hier runter. Hier kommen wir runter. Jetzt haben wir schon wieder Hunger. Na toll. Und auch die Nacht gerade erst anfängt. Und cool. Ja, dann machen wir hier. Ja. Buddeln wir uns hier nochmal runter und dann wird da gestrip-mined. So machen wir es. Hoffentlich nicht wieder alles voller Blei. Ja, das ist ganz schön viel Blei, ey. Eigentlich bräuchte man eine eigene Blei-Forge jetzt. So viel Blei, wie das ist. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, klingt das gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Aber das machen wir vielleicht, wenn wir richtig weitergebaut haben. Jetzt bin ich hier zu steil. Wenn wir richtig weitergebaut haben, was ja auch immer noch der Plan ist. Ach, seht ihr, genau, um eine Drawbridge wollte ich mich ja kümmern. Da müssen wir einmal gucken. Ah ja, sehr schön, hier machen wir schon unsere Spikes. Upsi, genau das wollte ich nämlich nicht. Hier runterfallen wollte ich nicht. Naja. Ist dann halt so, wa? Halt ein Sprüngli machen, ist ja nichts dabei. Ja, was wollte ich noch erzählen? Weiß ich gar nicht. Habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber naja, macht ja nichts. Muss ja auch nicht mal was zu erzählen haben. Kann ja auch einfach mal buddeln. Er buddelt. Schon wieder aus Blei? Nee, ist Bedrock schon. Okay, dann sind wir jetzt schon unten. Okay. Durst haben wir, Hunger haben wir, wird die perfekte Nacht.
Das wird die perfekte Nacht. Nicht. Seid ihr sicher, dass wir ganz am Anschlag buddeln wollen? Oder wollen wir vielleicht wieder einen hoch? Ich weiß das nicht. Naja, wir bleiben am Anschlag hier kurz. Machen wir uns mal hier einen Hauptgang. Achso, kann man eigentlich direkt schon anfangen, ne? Man buddelt ja dann hier so ein Loch rein und guckt. Ne? War schon in Minecraft im Strip Mining nicht so gut. Man kommt hier halt auch nicht so viele Blöcke, ne? Weiß nicht, ob das so Sinn macht. Oder ob ich dann nicht doch tatsächlich so machen muss. Und ein paar mehr gucken. Da wird der Durst krass. Volle krasse Durst, Alter. Thirsty, my love. What? Oh, wollen wir ein bisschen Bug-Using machen? Sieht man nicht. Da ist ein Minenloch. Nein, wir wollen... Hm? Was ist der Händler? Nee, wollen wir natürlich nicht hier quer durch die Texturen gucken. Finn, Alter. Ja, seid ihr sicher, dass es Sinn macht so? Ich nicht. Geh mal ins Hoch hier. Ja, und dann müssen wir Dings finden, ne? Gravel. Oder halt direkt Eisen. Ist auch eine Option. Durst haben wir schon wieder. Schlimm. Schlimmer Durst. Ist das Kohle hier oder ist das nur dunkel? Ne, ist nur dunkel. Aber sag doch mal, könnte man doch denken, wir sind jetzt links und rechts von Kohle umschlungen. Aber war keine Kohle, war nur dunkler Stein. Keine falschen Hoffnungen. Aber wartet mal. Wenn wir Hunger haben, nur das Kühlende. Na egal. So. So, schön, 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 schön. Schön Schiller. Der Finn. Ach, ja, meine Lieben. Ich würde sagen, müsst ihr euch jetzt hier nicht... Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was ich sagen soll hier in der Nacht. Und bei mir buddeln. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Und, also, ja, wahrscheinlich dann nicht morgen früh, sondern halt in der nächsten Folge. Aber dann ist morgen früh auch gleichzeitig. Also, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Lasst euch nicht anmachen, haltet die Ohren steif. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Tschüssli Müsli.